Hallihallo. Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das erste Weihnachtsvideo in dieser Saison. Und ich habe gleich richtig viel Karten für euch. Und zwar starten wir quasi mit diesen Stanzen, die auch sehr schön Bäume stanzen, aber aus denen habe ich mir eine Stencil gemacht. Hier habe ich Windradfolie benutzt, ihr könnt aber auch Mylarfolie benutzen, die seht ihr später nochmal im Video, die ist nicht so transparent, deswegen besser zu sehen und ihr braucht keinen Waschi-Klebestreifen, damit man eure Stencils auf dem Tisch noch findet. Genau, das benutzen wir heute. Ich weiß leider nicht mehr, woher diese Stanzen sind. Ich habe versucht zu googeln, aber ich glaube, es gibt genug andere schöne Sets, die man nehmen kann. Dazu gibt es hier so ein Post-it auf der Rolle. Gibt es auch bei Amazon. Finde ich super praktisch für viele Sachen. Und wenn ich mit Distress Ink arbeite, so wie heute, benutze ich immer meinen Exakom. Da habe ich mir gerade wieder einen Nachschub bestellt. Den lasse ich gleich schon in der Größe kommen. Muss ich mir den nicht klein schneiden. Der passt genau aufs Kartenformat. Muss man nur aufpassen. Die gibt es in gerade und in ungeraden Maßen. Und man muss die ungeraden nehmen, weil das genau die Postkartenformatmaße dann sind. Ihr wisst, was ich meine. So, dann starten wir direkt hier rein ins Vergnügen und mal sehen, was wird. Bitte ihr alle jetzt vervollständigen. Also, ich habe mir einen Teil abgeklebt. Normalerweise habe ich immer so eine hässliche alte Arbeitsmatte, die aber immerhin so eine Linien hat. Und daran kann ich dann immer gucken, dass ich auch gerade klebe. Jetzt musste ich hier so ein bisschen Freestyle machen. Ja, und dann apropos Freestyle. Ihr habt, wenn ihr meine Videos öfter schon gesehen habt, wisst ihr vielleicht, dass ich meine Schablonen auch gerne nicht mal groß anklebe oder irgendwas. Ich mag auch am wenigsten Schablonen, die schon so fertige Motive im Hintergrund haben, die vielleicht noch luftig angeordnet sind. Ich habe meine Motive so, wie ich es mir hingestanzt habe, gerne einzeln und dann die volle Kontrolle. So, wo ich sie hinschiebe. Wie ihr seht, also ich habe mir jetzt in der ersten Runde 4 Distress Inks genommen. In dem Fall ist es jetzt Saltwater Taffy. Bei mir leider ein bisschen unfeucht die Farbe, deswegen braucht es immer ein bisschen viel Kraft. Und wie ihr seht, ordne ich die Bäume. Also der Trick ist alles unterschiedlich, ne? Unterschiedlich hell. Also viel Druck macht ja einen dunklen Baum. Wenig Druck oder Restfarbe am Pinsel, ohne nochmal ins Kissen zu gehen, macht ja einen hellen Baum. Die hellen Bäume tue ich immer gerne in den Hintergrund. Obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt so logisch ist. Ich glaube, im Hintern ist es dunkler. Keine Ahnung. Und immer schön variieren. Groß, klein, weiter oben ansetzen, weiter unten ansetzen. Links mehr als rechts. In dem Fall habe ich, glaube ich, rechts mehr als links, glaube ich. Also immer schön unsymmetrisch. Am Ende habe ich noch ein bisschen Gold und Goldspritzer drauf getan. Ich habe eine Weile überlegt, ich glaube, Goldspritzer jetzt noch mit diesem Abdeckpapier drauf zu spritzen, ist blöd, weil wenn ich jetzt die nächste Farbe, ich benutze ja das Papier gern doppelt, ne? Ich habe, außer bei der ersten Farbe, habe ich dann auch immer gleich pro Farbe ein Hoch- und ein Querkant Kärtchen hinterm Gründchen gemacht. Einen. Aber diese Goldtropfen, die würden da jetzt quasi mit reinwischen. Das ist blöd. Ansonsten ist es auch, wie gesagt, ich alter Sparfuchs, also in dem Fall. Nehmen dann zum Beispiel auch dieses Papier, also dieses Abdeck, das Gelbe halt gerne doppelt und dann am schlausten nochmal erst mit einer hellen Farbe, dann jetzt mit der lila Farbe. Andersrum wäre es, glaube ich, blöd, wenn sich das Lila ins Rosa mischen würde, aber das Lila kann das Rosa, glaube ich, gut verdrängen. Und wenn ich die eine Seite ordentlich beschmuddelt habe, nehme ich, drehe ich um und benutze tatsächlich noch die nächste. Naja, genau, hier seht ihr quasi das gleiche nochmal in lila. Ich glaube, ich zeige euch nur nochmal so 3 Varianten und den Rest dann im Schnelldurchlauf. Hier habe ich das gelbe Papier weiter unten angesetzt. Ich glaube, wichtig ist es, und selbst das ist, glaube ich, auch nicht dramatisch, aber vielleicht nicht unbedingt mittig, ne? So goldener Schnitt und bla bla bla. Deswegen sage ich auch, die Bäume unterschiedlich hell, unterschiedlich hoch, einen kleinen, dicken und so. Man kann auch bei dieser kleinen Stencil auch gut variieren. Du kannst im Prinzip, also vielleicht reicht euch auch nur ein Baum. Wenn der cool ist, kann man ja, wenn man den tiefer ansetzt, ist das ein kleiner Baum. Und wenn man den hoch ansetzt, ein großer. Also theoretisch könnte man das alles mit einem Stencil auch machen. Ja, und ich muss sagen, es ist echt, ich liebe diese Baumstanzen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, vielleicht von irgendeinem einfachen Laden, was mal bei Pflanzenkölle irgendwie im Regal hing, gar nicht mal irgendeine fancy Firma. Das muss ich auch schon so lange haben, dass ich da, damals habe ich halt immer noch die ganzen Papiere weggeschmissen, weil ich ja nicht damit gerechnet hatte, dass vielleicht mal jemand wissen wollen würde, welche Firma das ist. Heute bin ich schlauer und hebe das alles auf. Aber, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es geht wahrscheinlich auch noch mit anderen Bäumen. Aus irgendeinem Grund fand ich die Stiele nicht so schön oder Stämme auch genannt. aus der Fachsprache. Irgendwie, deswegen habe ich die weiter unten angesetzt. Aber, ja,
So, jetzt seht ihr mich das dritte Ding machen, und zwar ein Hochformat. Ich kann mich auch nicht entscheiden, ob hoch oder quer, aber so bleibt es auch nicht langweilig, ne? Wenn man da verschiedene Formate macht und dann mal oben abklebt, mal weiter unten, und ich zeige euch gleich noch eine dritte Variante. Irgendwie mag ich es und es macht so Spaß und es geht einfach schnell. Einfach zacki zacki, 5 Papiere hingelegt oder 10, ein so ein gelbes Ding im Prinzip von allen Seiten beschmonzelt und pro Farbe 3-4 Dinger machen und dann seid ihr ganz schnell durch und habt richtig schöne, finde ich, Weihnachtshintergründe. Und ja, einfach dein Tier davor setzen und schon habt ihr eine richtig geile Batterie an geilen Karten. Guck doch mal, hoch und quer. So, und jetzt nur noch im Schnelldurchlauf Papier ab. Und, also im Prinzip immer das Schönste vom ganzen Prozess, das ist die türkise Variante in quer und hoch. Bei denen habe ich auch immer noch Farbspritzer drauf gemacht, wie man auch rechts sieht. Das dann ganz klassische Grüne. In der ersten Runde habe ich da genommen Crushed Olive. Das ist so ein bisschen gelb-grün. Guck doch mal. Oh, herrlich. Und jetzt habe ich schon mal da jetzt 8 Hintergründe. Wenn ich nicht gedacht hätte, oh, die Leute wollen mir jetzt nicht stundenlang zugucken, hätte ich noch mehr gemacht. Ich finde die toll. So, und jetzt die zweite Variante. Da habe ich mir extra Masking Paper gekauft, weil meins verschwunden ist. Ich habe mittlerweile diese Schublade 3-mal durchsucht und das 4. Mal aufgeräumt und habe mir Neues bestellt, nur um dann festzustellen, dass sich das beschissen macht. Ich zeig's euch trotzdem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Masking Paper. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, von der Klebefähigkeit, so wie mein gelbes Zeugs, vielleicht ein bisschen doller, also das gelbe Papier. Das kommt halt in A5, schneide ich mir auf A6. Kurz, Karte hat Maß gegeben. Und da stand sich mir einen Kreis aus. Jetzt hakt hier mein Bild. Ich hoffe, dass es bei euch nicht hakt. und ich hoffe, dass mein Text immer noch zum Bild passt. Also das, was ich rede. Genau, jetzt nehme ich einfach eine Kreisstanze, nuddel die durch meine Big Shot und stanze sozusagen den Kreis aus. Den Kreis packe ich zurück in die Folie. Und wieder Hundehaare, mein Gott. Obwohl ich immer bei der Fusselbürste mir die Haare wegmache vom Arm vorher. Die hebe ich auf und als Tipp, wenn ihr mal eine Karte zum Halloween oder auch vielleicht Weihnachten, wenn ihr einen Mond machen wollt, nehmt ihr einfach dieses weiße, diesen Kreis, klebt den auf eine Karte, wischt außenrum euren dunklen Himmel mit schwarz, blau, lila, was weiß ich, zieht den ab und habt einen geilen Mond. So. Und hier sieht man schon, warum es doch keine so geile Idee ist. Es ist ein ordentlicher Defummel und ich hatte nicht so viel Geduld dafür und das ist schon, bevor ich das aufgeklebt habe, hat das schon genervt. Ach, also das war tatsächlich, und das Aufkleben war nervig. Und das Abfummeln war nervig. Dass es jetzt krumm und schief klebt, ist erstmal nicht so schlimm. Hauptsache, der Kreis ist zum Wischen erstmal gerade, aber es muss ja nicht gut aussehen, ne? So, jedenfalls wollte ich nämlich jetzt noch ein paar Bäume im Kreis machen. Und nehme mir neue Farben. Diesmal ist es Moved Lawn. Wie heißt das denn? Doch, Moved, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ja wohl nicht der umgezogene Rasen, ne? Egal. Dann habe ich hier Kitscht Flamingo und dann habe ich Speckled Eggs und Picot Feathers. Nee, habe ich ja gar nicht. Ach, Leute, irgendwie sind. Ah, das war in der ersten Runde. Kitscht Flamingo, Moved Lawn. Oh, das vierte habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Naja. Seht ihr ja alles. So, und dann habe ich einfach in den Kreis reingewischt. Wenn man sowas macht, dass man sich so einen Kreis maskiert in irgendeiner Weise, ist es immer schön, so viel wie möglich am Rand zu platzieren. Weil nur dann taucht ja dieser Kreis quasi auf, ne? Man hätte in dem Fall, ich mir jetzt beim Videoschneiden noch überlegt, ich hätte noch einen leichten Blauton in den Himmel wischen können, damit der Kreis oben rund. Guck doch mal, was das für ein Scheiß ist, das abzuziehen. Oh, das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, warum habe ich mir das jetzt extra bestellt, extra noch mit dem Video noch einen Tag gewartet? Ich habe dieses Video an mehreren Tagen gefilmt und um den Schein zu wahren, immer das gleiche T-Shirt angezogen, aber jetzt erzähle ich es ja doch. Naja. Genau, da oben seht ihr, ich habe 2 Kreise gebastelt, aber hatte dann die Schnauze voll und habe doch Variante B gemacht. Das war eigentlich meine Notvariante, das ist aber die geilere. Ich habe mir meine Müllarfolie genommen, also MYLAR. war mein Tipp von der lieben Sonja. Damit kann ich auch gut Stencils selbst plotten, also es geht auch für den Plotter gut. Und dann habe ich mir einfach nochmal so einen kleinen Klebi da drauf. Ihr wisst, ich halte Schablonen nicht fest, aber 2 Schablonen aufeinander, da musste ich doch mal ein bisschen Strenge walten lassen. Und dann habe ich das genauso gemacht wie eben, sozusagen. Die Schablone im Hintergrund ist flach genug, als dass man gut wischen kann. Ja,
diese Karte, die ich damit am Ende gemacht habe, ne? Aber ich habe auch, als ich die jetzt in die Kiste geräumt habe, ich finde die so schön. Irgendwie diese Farbe und das fliegende Tier, herrlich. So, jetzt Schnelldurchlauf. Ich habe auch noch ein bisschen grün gemacht, ne? Also, weil grün ist ja nun mal das, was am besten oder am authentischsten ist. Aber ich finde es irgendwie auch nett, wenn man dann so pinke Bäume hat. So. Und wenn man die Folien alles schon einmal dreckig macht, natürlich, ich bin ja dann immer so gleich, ne? Wenn sich, soll sich auch alles lohnen. Guck doch mal, habe ich gleich mehr gemacht. In dem Fall habe ich meine Spritze auch erst zum Schluss gemacht. Erst Wasser, das habe ich bei den anderen, glaube ich, gar nicht gemacht diesmal. Dafür ist ja diese Distress Oxides, Distress überhaupt bekannt, dass es mit Wasser reagiert. Dann hat man da schon so ein bisschen, wie ich immer sage, ein bisschen, so kleine bisschen Struktur drin und es behebt auch so ein paar kleine Unebenheiten. So, und dann habe ich mir auch ganz schnell, ganz einfach ein paar Farbspritzer gemacht. Und wie ihr seht, verdecke ich immer mit dem Tuschkasten zumindest die linken Karten. Wenn die rechten jetzt nochmal aus Versehen Spritzer abkriegen, ich glaube, das merkt auch keiner. Ah, ich bin ja immer so Freestyle, ne? Ich habe letztens zu Katrin gesagt, die ja jetzt auch Videos macht, Farbe aufs Papier, falls ihr mal gucken wollt, da sind ein, zwei schöne Videos schon da, dass sie eine sehr ordentliche, saubere Bastlerin ist, ne? Das mache ich nicht, ne? Ist mir richtig irgendwie, also ich hoffe, es nervt euch nicht, aber bei mir geht immer alles irgendwie so quer über den Tisch. Nicht, dass ich schmuddelig bin, aber auch nicht mega chaotisch, aber es ist irgendwie nicht so strukturiert. Eher so zack, zack, schnell, also vielleicht auch strukturiert, ich kriege kein gutes Wort hin. Egal, kommen wir zum Kolorieren. Ich habe auch beim Schneiden gedacht, ach so, das kommt ja jetzt auch noch. Ich dachte, ach ja, mit den Hintergründen und dann ist das Video gleich zu Ende. Aber nein, dieses süße Stempelset benutze ich. Ich finde es so, so süß. Es ist von Clearly Besotted und es heißt, Sekunde, ich muss auf meinen Zettel suchen, es steht ganz oben, It's Christmas. Weiß ja, Moose sind. So. Ich finde es ganz doll süß. Super süß. Ich habe schon so ein ähnliches Set, auch von denen, also auch mit Ölchen, aber die sehen anders aus. Die sind nicht so rund. Aber die sind beide süß und die anderen Elche liegen mir jetzt auf dem Schreibtisch schon einmal abgestempelt. Die sind als nächstes dran. Naja, ist gelogen. Ich habe schon ein paar andere Sachen gemacht jetzt, aber die liegen in der engeren Auswahl. Kennt ihr das, wenn man so Sachen sich auf dem Schreibtisch, ach, die ist das schön, das mache ich als nächstes. Man legt sich das hin und dann liegt das da die nächsten drei Wochen. Man macht 20 andere Sachen und irgendwann räumt man es einfach wieder weg. Egal, also es hat auf jeden Fall jetzt eine Chance. Ich habe übrigens hier mal eine neue Kameraperspektive. Naja. Also, ich nehme meine Standard-Brauntöne, so wie ich sie immer nehme. Ich benutze auch die Copics, obwohl ich jetzt gerade mal auch die Ultra-New-Stifte benutze. Wartet, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist nämlich so ein Set, das heißt Cottage Garden Marker Set. Und du hast da für Rot, für Grün und für Gelb, ist es Gelb? Ich glaube, vier Töne jeweils. Was ganz cool ist, dass die immer schon so vorausgewählt sind. Jetzt bin ich hin und her gerissen zwischen, ich würde die gerne loben, da sind sie übrigens. Ich mal auch mit denen komischerweise gerne mit der harten Spitze. Die haben auch eine Pinselspitze. Ich weiß aber nicht, warum ich auch die harte, irgendwie mag ich die. Ich habe ja auch diesen einen braunen Copic mit der harten Spitze, mag ich irgendwie. Die grünen finde ich tippitoppi. Die roten sind theoretisch cool, aber die sind jetzt für Weihnachten schwierig, weil die nicht so ein klassisches Weihnachtsrot sind, sondern so ein leichtes Pinky-Rot. Das ist auch, ginge das natürlich auch für Weihnachten, aber ich merke, wie es dann doch irgendwie nicht so richtig passt. Und dass der hellste mir die Farbe immer zu sehr auffrisst. Das Problem hat man ja immer, das ist, glaube ich, einfach ein Ding der Sache, also dass dieser Alkoholmarker sich dann halt, wenn der ganz hell ist, natürlich den dunklen wieder wegfrisst so und deswegen macht man auch gerne, also ich, gerne nochmal eine zweite Schicht, dass man nochmal mit so einem mittleren nochmal so ein bisschen die Fressspuren ausgleicht. Oh Gott, ich rede Unsinn. Aber wenn es dann so ein bisschen krisselig wird vom Ausfressen, kann man da schön nochmal drüber. Also wie gesagt, die grünen Kombi von dem Old and New Markern finde ich super, mag ich total gerne. Und mehr habe ich halt einfach noch nicht, deswegen habe ich jetzt die braunen natürlich noch wie oldschool wie immer genommen. So, dann kommt am Ende wieder mein Gelstift in schwarz für die Augen und die dicken Nasenlöcher. Und natürlich mein Gelstift in weiß. Und jetzt seht ihr gleich, wie ich zaubere. Schnipp, alles ausgemalt. Guckt doch mal, sind die nicht ausgemalt noch süßer? Und wenn man so eine Kante lässt, am Kopf gerade oder an irgendeinem großen Kullerbauch oder so, ist mir jetzt eher nur am Kopf gelungen, macht das echt nochmal was her, ne? Jetzt habe ich gar nicht über das Malern gequatscht, sondern nur über irgendwas anderes. So, jetzt habe ich hier aus Versehen nochmal reingeschnitten, wie ich die Karten hinlege. Die Hintergrund, ach nee, ist ja was Neues. Ach nee, oh, ich habe irgendwas doppelt aus Versehen. Naja, ich habe mir 5 zurechtgelegt, der eine kommt gleich wieder weg und habe mir gedacht, ich nehme 2 quer, 2 hoch und einen runden und habe am Ende 5 Karten für euch, mit jeder Farbe was, seht ihr, jetzt sind es 5 und habe vor allem noch ganz viele Hintergründe übrig, das heißt, die nächsten Tage seht ihr auf meinem Blog oder bei Instagram, je nachdem, wo ihr mich seht,
Da kommen noch, könnt ihr mal darauf achten, da kommen noch einige Baumhintergrundkarten. Ich habe tatsächlich bei einer Karte auch ein bisschen, was ist denn da passiert? Irgendwas ist passiert, weswegen ich das nachher ausschneiden musste und dann habe ich die türkisen Bäume auf eine türkise Karte geklebt. Das sah auch gut aus. Müsst ihr jetzt leider abwarten. Also, ich habe erstmal meine Tierchen verteilt, sodass jeder eins hat. Ich habe ja schlauerweise extra schon gleich lila bemalt, weil ich wusste, ich habe lila Bäume und so. Und habe die dann schon schön zugeordnet. Habe auch dann von der Rückseite doppelseitiges, dickes Foamtape angeklebt. Ich mag das ja immer, wenn alles so ein bisschen Abstand hat. Und finde, dass dieser Kreis auch toll zu diesem fliegenden Elch passt. Ich wusste gar nicht, wo ich den. Doch, ich habe noch eine andere Karte mit dem gemacht, wo der wirklich zwischen Wolken fliegt. Das kommt auch irgendwann bis Weihnachten wahrscheinlich. Bin schon so im Weihnachtsfieber, weil ich ja wieder Märkte vorbereite. Und wie verrückt, dann haben noch Kollegen hier und da 10 Karten bestellt, 2 Kollegen. Und ich hab ein bisschen, jetzt schon ein bisschen Bastelstress, aber gut. Genau, der Rest von den Karten ist super einfach. Ich habe mir einfach ein paar Weihnachtsgrüße ausgesucht, die ungefähr vom Format nett passen. Hab dann mit Schwarz gestempelt, weil ich sonst immer dazu neige, zu sehr Ton um Ton zu werden. Also gerade hier ist das Schwarz ein bisschen heftig, finde ich. In echt sieht es noch ein bisschen aufdringlicher aus, aber ich glaube, mit nochmal Türkis wäre auch blöd gewesen. Man hätte jetzt nochmal ein Rot vielleicht nehmen können oder ein Pink. Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob irgend sowas in der Karte noch drin war. Naja. So, hier hätte man natürlich ein Lila nehmen können. Das eine Lila von dem. Übrigens habe ich auch mir immer jetzt einen kleinen Vorrat an so Geschenkchen angelegt, damit ich immer noch mal hier und da ein Geschenk mit reinstreuseln kann. Was habe ich denn heute? Ah, neben einem Lawnfawn-Set gibt es Geschenktüten. Ich habe mir heute eine ganze Seite Geschenktüten koloriert. Egal. So, wir sind schon am Ende. Ich mache noch ein paar runde Ecken. Ich finde, das macht immer noch mal eine kleine Nettigkeit zusätzlich. Und das war's. Wir haben 5 schnelle Weihnachtskarten. Wirklich schnell, ich schwöre. Also die Hintergründe zumindest. Und danke fürs Zusehen. Macht's gut.